Hi und willkommen zum komischsten Sommer, den ich bisher erlebt habe. Also, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja kein Sonnenfan und ich bin ja wirklich nicht jemand, der der Sonne nachweint und sagt, oh, lass hoffentlich bald Sonnenwetter sein. Aber jetzt ist sogar bei mir der Punkt angekommen, wo ich sag, so zumindest mal 2 Stunden Sonnenwetter wäre schon schön. Weil jetzt hat es heute eine Stunde Sonne gehabt und gestern hat es eine Stunde Sonne gehabt und dazwischen war es die ganze Zeit bewölkt oder es hat geregnet oder es war Gewitter. Und ja, es ist jetzt auch bei uns hier in der Gegend wirklich sehr kalt. Also ich bin jetzt jemand, ich habe meine Wintersachen rausgeholt, weil anders kann man gerade hier echt nicht sein. Ich habe jetzt 2 Tage oder 3 versucht, ohne dicke Decken oder so auszukommen. Aber jetzt bin ich an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, ich will lieber keine Erkältung riskieren und ich will nicht, dass ich am Ende mit so einer richtig fetten Schniefnase da sitze, bloß weil ich die ganze Zeit das Wetter unterschätzt habe. Und ja. Aber was mich jetzt dran ärgert ist, jetzt hat mir meine Mutti, als ich vorher sie gefragt habe, hat sie zu mir gesagt, ja, sei so, ho heute ist vielleicht kalt, aber morgen soll es schon wieder 25 Grad haben. Und ja, da bin ich so an einem Punkt, wo ich mich frage, hallo? Ich meine mal ganz ehrlich, hallo? Es ist vielleicht Sommer und 25 Grad sind im Sommer nicht viel, aber könnte sich mal das Wetter bitte entscheiden? Entweder kalt oder warm. Oder warm und dann vielleicht mal so eine Woche warm und dann eine Woche kalt. Aber dieses ewige Hin und Her, also gefühlt von Stunde zu Stunde hin und her, das ist echt total anstrengend. Also ich für meinen Teil, ich bin ja nicht immer sehr wetterfühlig, aber ich habe so Zeiten, da bin ich sehr wetterfühlig. Und ja, zurzeit merke ich, ich bin total ausgelaugt, müde, knatschig, pubertär. Also, das bin ich auch noch dummerweise zurzeit. Also, es könnte auch noch daran liegen. Und ich komme kaum noch, ich kann kaum mehr aufstehen, weil ich einfach so dieses, ja, also, wenn ich im Bett liege, so um 15 Uhr oder so, und das erste Mal die Augen aufmache, dann scheint die Sonne. Dann denke ich mir so, ach nee, bleib noch liegen. Dann das nächste Mal, so um 16 Uhr wache ich auf und dann ist die Sonne weg und dann stehe ich auf. Und dann um 16:30 Uhr ist schon wieder Sonne da und dann wieder um 17 Uhr ist wieder die Sonne weg. Und ja, das ist anstrengend. Und vor allem auch diese Temperaturschwankungen. Wir haben ja die totalen extremen Temperaturschwankungen. Von gefühlten 300 Grad minus auf gefühlte 600 Grad plus und das innerhalb von nur wenigen Stunden. Und ja, da kann man, also wenn das eigentlich auslaugt, weiß ich auch nicht. Und ich habe auch noch an anderen Stellen gehört, dass gerade viele Leute auch so ganz furchtbare Kopfschmerzen haben, Schwindel, Übelkeit, keine Appetitlosigkeit. Und ich bin ja jemand, ich freue mich immer, wenn es kalt ist. Ich bin so ein Kaltwettermensch. Ich weiß auch nicht, aber ich finde irgendwie frieren ist besser als schwitzen. Und ja, deswegen ist es gerade für mich eher mit dem kalten Wetter schön. Aber es ist so, ich plane jetzt gestern wollte ich ein bisschen Xbox spielen. Und auf der Xbox-Anleitung steht, man soll nicht ab einer gewissen Gradzahl soll man nicht mehr so viel spielen, weil sie sich sonst überhitzen könnte. Und dann bin ich so ans Fenster gegangen zu unserer Wetterstation und dann stand da eben diese Gradzahl, dass ich nicht spielen konnte. Na, ich dachte, gut, dann lasse ich es lieber. Sicher ist sicher und man, klar, viele werden jetzt sagen, man kann ja trotzdem spielen, das macht ja gar keinen Unterschied. Aber ich bin da eher so jemand, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Weil wenn ich dann irgendwas reklamieren oder so will oder muss oder tue, dann ist es mir lieber zu sagen, ja, also ich habe schon darauf geachtet, dass es nicht sich überhitzt oder so. Und wenn es sich dann doch überhitzt, dass ich dann sagen kann, und zwar mit Fug und Recht, ich habe da jetzt nicht irgendwie bei gefühlten 60 Grad im Schatten gespielt und deswegen ist es überhitzt. Aber worauf ich hinaus wollte, war, ich habe dann auf jeden Fall nicht gespielt. Und dann eine Stunde später habe ich zu meiner Mutter gesagt, eigentlich schade, ich hätte heute so gerne gespielt, das wäre so richtig schön gewesen. Und dann sagt, aber die Temperatur hat halt nicht gestimmt.
Und dann sagte meine Mutter zu mir, ja, du hast doch irgendwas gesagt, von, dass es nicht mehr als 30 Grad haben darf oder 40 und wir haben gerade 25. Und dann ich so, wie jetzt? Und dann sie so, ja, wir haben 25, also du könntest ja schon spielen. Dann mache ich meine Xbox an, setze mich hin und will spielen. Und dann sagt meine Mutter nach einer gefühlten halben Stunde, wo ich, sagte zu mir so, ja, irgendwie hat sich jetzt schon wieder geändert, jetzt haben wir schon wieder mehr Grad. Dann denke ich mir so, hallo? Also ich meine, auf jeden Fall jetzt momentan lasse ich meine elektronischen Geräte aus und habe zum Glück gerade herausgefunden, dass man alte Computerspiele auch auf dem Mac mit Windows 7 spielen kann, mit einem Kompatibilitätsding irgendwie. Ist irgendwie kompliziert, ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber das geht. Und jetzt spiele ich gerade alte Spiele, sowas wie Geistermeister und Sims von früher und solche Sachen. Und es macht auch gerade Spaß. Aber es ist schon so ein bisschen anstrengend und auch sehr unschön, wenn man die ganze Zeit, ja, man im Prinzip besteht gerade mein Tag draus, morgens die Klamotten anziehen, weil es kalt ist. Dann nachmittags die Klamotten runterreißen, weil es zu heiß ist. Dann wieder dran, wieder rauf, wieder hin und wieder her. Also man kann sich gerade auch nicht wirklich so ideal anziehen. Und der Hauptstadt früher, das hat sich jetzt, das ist irgendwie dieses Jahr und letztes Jahr komplett übersprungen worden gefühlt. Wir sind so vom Sommer in den Winter gerutscht und dann wieder in den Sommer und dann wieder in den winterlichen Sommer. Und ja, es ist wirklich unangenehm und furchtbar, aber so ist eben gerade das Wetter. Und das Einzige, was man jetzt machen kann, ist, man nimmt sich die Decken und klappt sie und versucht immer die richtige Decke zu nehmen, Kleider wechseln, ein bisschen längere Kleidung draußen lassen und nicht davon ausgehen, dass bloß weil jetzt gerade auf dem Thermostat was steht, von so und so viel Grad, es auch automatisch so ist, weil es kann ja auch sein, dass in dem Moment die Sonne voll auf den Thermostat drauf prallt. Aber das ist mir erst heute eingefallen und nicht gestern. Und ja, wäre ich gestern drauf gekommen, hätte ich spielen können, aber heute ist es jetzt eben nicht so. Ja, gerade eben so, wenn ich es erzähle, fällt es mir ein. Ja. Gut. Weiß ich es wieder für morgen. Falls morgen kälter ist, kann ich ja dann endlich mal ein bisschen wieder spielen. Und ich habe noch dieses Spiel Sonic und das würde ich gerne endlich mal spielen. Und ja. Gut. Das war es heute so von mir. Ich hoffe, mein Video war nicht allzu konfus, weil ich bin total müde von diesen Wetterschwankungen und ich habe halt auch irgendwie echt fette Kopfschmerzen. Richtig fies. Und da hilft auch kein Aspirin. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass wir mal eine konstante Temperatur haben. Am besten sowas zwischen sehr kalt und extrem heiß. So angenehme Temperatur. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und gut, falls ihr mir irgendwelche Nachrichten schreiben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Facebook oder Twitter oder eben auch auf meine E-Mail-Adresse an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss.